Ich habe die ersten zwei Fragen gelesen und ich habe gesagt, ja, das muss fake sein, so kann keiner reden, das muss gelogen sein. Das muss fake sein, da muss irgendwer, sucht da jetzt Aufmerksamkeit und hat sich dieses Interview ausgedacht. Aber nein, BSG hat bestätigt, das Interview ist echt und auch die Antworten sind echt. Moin und Servus, euer Mai hier zu einem neuen Video. Und wer dachte, es kann nicht schlimmer werden, es kann immer schlimmer werden. Es ist absolut crazy. Ich denke mir die Sachen nicht aus. Das ist rein BSG dafür verantwortlich, was hier gerade geschieht. Es ist absolut insane. Vor zwei Tagen dachte ich mir, okay, das ist schon die absolute Spitze des Eisbergs. Gestern dachte ich mir, okay, noch schlimmer als das gestern kann es nicht werden. Und heute, oh, sie schaffen es, sie schaffen es. Aber was ist passiert? Es gab gestern einen Leak aus internen BSG-Quellen und zwar haben Emissäre Nikita Fragen stellen können. Nikita ist der COO, also der quasi der Chef von Battlestate Games und dem wurden Fragen gestellt von den Emissären. Emissäre sind Community Representatives, die arbeiten für BSG kostenlos und sind so ein kleines Bindeglied zwischen der Community und eben den Entwicklern. Also BSG. Und die haben ein paar Fragen stellen dürfen in Anbetracht der aktuellen Lage. Da waren auch einige dabei, da muss ich sagen, okay, das interessiert jetzt aktuell niemanden. Da gibt es wirklich wichtigere Fragen, die man stellen sollte. Wir konzentrieren uns im heutigen Video wirklich auf die Fragen, die interessant sind für uns und schauen uns die genau an und ihr werdet verblüfft sein, was für eine Scheiße man reden kann. Kleiner Disclaimer vorweg noch. BSG hat bereits bestätigt, dass dieses Interview echt ist und authentisch. Sie sagen aber, für die Fragen fehlt der Kontext. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, auf dieses Wort Kontext. Und zwar gleich nach der ersten Interviewfrage. Schauen wir also rein in die erste Frage. Es ist ein Vorschlag vom Emissär an Nikita und zwar Erklärung abgeben, wohl wissen, dass es schwer ist, einen Fehler einzugestehen. Und daraufhin antwortet Nikita mit Fehler, das ist kein Fehler, was für ein Fehler. Dann fragt der Emissär direkt als Gegenfrage, warum? Und Nikita geht darauf dann auch ein und sagt, es ist an der Zeit, sich auf den Release vorzubereiten. Es ist an der Zeit zu verstehen, wer die wahren Gläubigen, True Believers im richtigen Text sind. Niemand zwingt euch etwas zu tun. Es ist ihre Entscheidung, ob sie das Produkt kaufen wollen oder nicht. Und so weiter. Das ist die erste Frage vom Interview. Also eigentlich die zweite, weil es ist ja die Folgefrage auf die erste Frage. Und es geht direkt insane los. Ich habe das gestern zugeschickt bekommen, während wir gestreamt haben. Ich habe es mir live on stream angeschaut. Ich habe die ersten zwei Fragen gelesen und ich habe gesagt, ja, das muss fake sein, so kann keiner reden. Das muss gelogen sein. Das muss fake sein, da muss irgendwer, sucht da jetzt Aufmerksamkeit und hat sich dieses Interview ausgedacht. Aber nein, BSG hat bestätigt, das Interview ist echt und auch die Antworten sind echt. So, es ist an der Zeit zu verstehen, wer die wahren Believer sind, also die True Believers sind, die wahren Gläubigen, die an Tarkov glauben. Also nur die wahren Gläubigen schlucken alles, was BSG uns gibt und scheißen auf alles, was sie vorher gekauft haben oder sonst irgendwas. Und nur die True Believers zahlen nochmal 320 Euro, nicht nochmal, aber ihr versteht schon, was ich meine, für die neue Version. Ja, Bro, I don't know, ob True Believers, ich glaube nicht, dass die True Believers dir dein AMG, deine Balenciaga T-Shirts und dein Pioneer Deck finanziert haben. Aber whatever. Wenn das deine Meinung ist, Nikita, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen, ganz ehrlich. So auf die Community zu scheißen und auf deine zahlenden Kunden wohlgemerkt zu scheißen, ist absolut crazy in meinen Augen. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt mit dem Kontext. Bitte schreibt mir in die Kommentare, in welchem Kontext solche Aussagen einen Sinn machen. Ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht. Mir fällt kein Kontext ein, wo man so eine Aussage treffen kann. Und das werden wir bei den nächsten Punkten auch noch machen. Ihr müsst den Kommentar also noch nicht direkt abschicken, sondern schreibt es gerne für die nächsten Fragen ebenfalls noch dazu. Denn wir machen jetzt gleich weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, ich möchte fragen, ob es eine Art Geldproblem für EFT gibt. Sollen wir uns für die Vollversion Sorgen machen?
Daraufhin sagt Nikita, nein, es ist alles in Ordnung, alles läuft wie geplant. Okay, haben wir das Argument des finanziellen Problems bei BSG quasi auch schon weg. Weil wir glauben ja, was Nikita sagt, wir sind ja True Believers eben. So, die nächste Frage ist, vielen Dank, dass du so viele Fragen für uns beantwortet hast. Wir sind alle so leidenschaftlich bei diesem Spiel und wenn die Community empört ist, spüren wir das auch. Weil, wie gesagt, er ist Emissär und ist an der Community dran. Denn wir sind Vertreter unserer Gemeinschaft. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft, wenn möglich, zu einer klaren Kommunikation beitragen können und uns mehr daran beteiligen, potenzielle Dramen oder Drama und Empörung zu verhindern. Also im Vorhinein, wenn die quasi über gewisse Sachen drüber schauen, weil die anscheinend einen besseren Draht zur Community haben. Daraufhin hat Nikita geantwortet, ich verstehe dich, aber ich bin im Moment so zuversichtlich wie nie zuvor. Ja, ich kann mir das ehrlich gesagt nur unter einem Umstand kann ich mir das erklären. Und zwar jetzt, wo alle, die nicht die Cash-Cow sein wollen für unseren Herrn Nikita Bojanov, das Spiel verlassen, den anderen, die paar, die noch übrig bleiben quasi und alles mitmachen, was man ihnen präsentiert, ja, da wäre ich auch zuversichtlich, weil die kann man anscheinend nicht vergraulen. Also, was soll man denn sonst noch machen? Was muss ein Spielehersteller, ein Spieleentwickler noch machen, damit man es sich verscherzt mit denen? Also, ab wann? Keine Ahnung, ich finde gar keine Worte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ja, er ist so zuversichtlich wie nie zuvor, sagt er. Ja. It is what it is. Aber denkt dran, Leute. Denkt wirklich dran, BSG sagt, da fehlt der Kontext zu diesem Interview. Der Kontext fehlt zu diesem Interview. Der Kontext. Gibt es einen Plan, sich zurückzuziehen oder zu versuchen, Wasser auf das Feuer zu gießen, abgesehen von den EOD-Funktionen, die auf Reddit erwähnt wurden? Antwort von Nikita: Nein, wir arbeiten weiter hart daran, das Update für alle vorzubereiten. Keine harten Änderungen. Es ist ein wichtiger Moment in der Geschichte von EFT, aber ich denke, dass er benötigt wird. Ich glaube sehr daran. Es ist ein wichtiger Moment in der Geschichte von EFT. Die ganzen Leute, die sich nicht melken lassen, zu vergraulen. Er glaubt sehr daran. Aber denkt dran, Leute, es fehlt der Kontext. Es fehlt der Kontext, den muss man sich hier ganz klar dazu denken und natürlich einfallen lassen. Ja, das waren die höchst brisanten Aussagen aus diesem Interview, bei denen natürlich der Kontext fehlt, das darf man nicht vergessen. Aber die habe ich euch jetzt mal präsentiert. Das ganze Interview findet ihr auf Reddit. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten schreibt mir jetzt ganz gerne mal euren Kontext unten in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, das soll es im Grunde schon gewesen sein. Ich bin komplett sprachlos. Ich habe Tarkov deinstalliert. Ich weiß nicht, wie es meiner Karriere helfen wird. Ich denke eher weniger. Aber so ist das Leben nun mal. Und es waren schöne 6 Jahre. Und wir schauen, wo es weiterhin geht. Leute, schaut gerne später auf Twitch vorbei. Wir spielen heute wieder Mannerlords. Ich hätte Bock und würde mich freuen. Wir können auch gerne nochmal einen kurzen Talkstream machen, wo wir uns darüber unterhalten. Ich persönlich finde, das ist eine absolute Frechheit. Es ist absolut katastrophal. Aber whatever. Kontext.